Moin Leute, willkommen zurück zum neuen Video. Mein Name ist Justin, heute wieder Helldivers 2. Ich habe mir heute überlegt, für die neue Missionsart, die es ja gibt in dieser Verteidigungsgeschichte, wo du die Tore da hast zum Schließen und Öffnen und dies und das, das ist ja sehr viel eben dank dieser Tore mit Choke Points. Und da dachte ich, die Plasma Punisher, ne, die Schrotflinte, die diesen, die diese Energiegranate abfeuert, die ist bestimmt richtig geil, weil du brauchst nur auf diese Choke Points draufhalten. Und irgendwas wirst du schon treffen. Ja, dann dazu habe ich nur Geschütze mitgenommen, weil ich das nochmal ausprobieren wollte. Und die Kombo lief überraschend gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Start initiiert. Ihr habt es gesehen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ja. Ich nehme die Plasma Punisher mit. Finde ich ja eigentlich nicht so eine coole Waffe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für dieses Choke-Pointige auf dieser Verteidigungsmap ganz geil sein kann. Da brauchst du nur mit diesem AOE in die Menge reinrotzen und irgendwas wirst du auf jeden Fall treffen. Sie sind der Beste der Besten. Sie sind der Beste der Besten. Das wünsche ich mir noch zu hören. Wo ist denn hier eigentlich? Das ist eine neue Map. Die habe ich noch nicht gespielt. Wo ist hier das Terminal? Oh fuck, I fucked up, I'm sorry. I don't know, again. Should I close it or should I open it? Only close the outer doors, the inner let it open. So we can move around freely. Okay. Only close the other doors and we have to retreat behind them. Okay. So, dann wollen wir mal loslegen. Kann man von da auch noch rein? Ich hoffe nicht. Leider nichts jetzt, um Flugzeuge abzuknallen. Oh. Ja, vielleicht droppt ja irgendwann ein Teammate nochmal eine Quasar oder einen Schildgenerator oder so, das wäre ja geil. Da kann ich mir den wegsnacken. Ja, Schildgenerator muss ich glaube ich noch nicht droppen. Den hebe ich auf. Hä? So, es ist mein eigener Mörser, der mich umgenockt hat, glaube ich, ne? Ja, komm, das kannst du ja komplett vergessen. Also es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber Hauptsache der Mörser knallt ordentlich was um. Jawohl, den haben wir platt gemacht. Munition ist jetzt alle. Da war Mörser, bist du bescheuert? Der ist doch überhaupt gar kein Gegner. Weißt du was? Ich hau hier mal das Schild hin. Dann bin ich auf jeden Fall von meinem eigenen Mörser schon mal hier geschützt. Und kann hier bedenkenlos reinknallen. Hat er da gerade durchgeschossen durch mein Schild? Ja, das Tor hier ist leider hin jetzt. Nehmen wir schnell alles mit, was wir tragen können. Aber wir werden uns jetzt bei demnächst zurückziehen müssen. Ja,
Ja, aber ich treffe ihn nicht, weil der so komisch in dieser, in diesem Winkel nach unten steht auf der Rampe hier. Ach fuck, das Tor ist auch schon auf. Das habe ich leider nicht mitbekommen. Ist das immer noch? Nee, das ist nicht mein Mörser, oder? Nee. Einen habe ich, glaube ich, woanders positioniert. Der da ganz hinten könnte noch mal einer sein. Krass, dass der noch steht. Nee, das darf eigentlich gar nicht meiner sein, wenn ich schon wieder einen neuen anfordern kann. Kann man das hier so schön platzieren? Oh, sieht ganz gut aus. Was halt auch sehr empfehlenswert ist auf der Mission, ist der Luftstoßangriff. Und mit dem kann man erstmal ein paar Sekunden lang... der hat ja diese drei Wellen, die er abfeuert. Mit dem kann man dann erstmal ein paar Sekunden lang so einen kompletten Chokepoint hier abdichten. Der ist sehr, sehr hilfreich. Hey, hallo. I'm still here. Junge, Junge, ey. Das ist aber auch ein Schlachtfest da unten. Da ist noch ein Panzer. Oh, weg die Drecksau. Oh ja, oh Gott. Oh nein, jetzt ist die Kiste kaputt. Jetzt kann ich da nicht mehr drüber ballern. Bin zu kurz dafür. Obwohl, warte mal. Naja, wenn die da ganz hinten irgendwo stehen, kann ich die vielleicht noch treffen, aber hier vorne wird's eng. Ich habe Angst, dass ich mich selber in die Luft jage. Lassen wir lieber sein. Das geht in die Hose. Wir machen jetzt mal hier das Schild hin. Los, Männer, macht ihn kalt, der hat doch keine Chance. Wenn ich treffen würde, dann hätte er keine Chance. Kann er mit dem Flammenwerfer durch das Schild schießen? Ich hoffe nicht. Oh, der hat doch gar keinen mehr hier. Oh, an die Geschütze, Männer! Feuer! Los, dreh um den Kanister hier. Oh, beim Schlagen habe ich seinen Rücken getroffen, wo er die Schulter so eingezogen hat. Alter Schwede. So, gleich neue Munition droppen, damit der Cooldown gleich wieder von vorne losgeht. Dann wird es hier uns an Spritzen und so auf jeden Fall nie mangeln. Ich bin einfach selber ein halber Mörser hier in der Runde. Eigentlich ganz geil. Ey, ohne Witz, für die Mission ist die Knarre halt echt gut. So, ich setze hier erstmal ein Schild hin, damit unsere Geschütze Deckung haben. Und in Ruhe ballern können. Ist ja mal überhaupt gar kein Thema hier, die Mission. Wie lange noch? Oh, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Okay. Und wir sind jetzt schon an der letzten Station zum Verteidigen. Ich sehe da überhaupt nichts. Ich schieße einfach nur rein. Übel die Soundbugs schon wegen den ganzen Explosionen. Kommt die Engine nicht mal mehr drauf klar. Hehehehehehehe
Hat schon ein bisschen Easy-Mode, ne? Mit der Kanone hier. Brauche aber Munition. Wenn ich jetzt nur noch vom Teammate eine Quasar oder so hätte, gegen die Hulk, das wäre richtig geil. Dann hätte ich alles, was ich bräuchte. Wo ist das was für mich? Ich hoffe doch. S3, hat er seine Quasar noch? Ich kann es leider nicht erkennen gerade. Oder hat er seine irgendwo verloren? Ja, auf der Map ist keine zu sehen. Dann gehe ich mal davon aus, dass der die hat. Ja, ja, ich glaube, er hat sie. Na, dann nehme ich das doch dankend an hier, die Gabe. Hm, naja. Hä? Achso, mein Mörser hat was gekillt. Ich dachte schon, wie habe ich denn jetzt so viel Kills geholt? Na, jetzt gehen uns hier langsam die Geschütze aus. Der EMS-Mörser ist noch im Einsatz, aber ansonsten... Oh oh. Da brauchen wir dickere Geschütze für. Triff mal hinten den Filter da. Gibt's doch gar nicht. Der brennt doch schon. Also. So, gleich wieder Munition holen. Neuer Mörser. Neuer EMS kommt auch direkt. Mega. Alter, der Panzer ist hier wirklich Schaden gerade am Backtanken von den ganzen Kanonen. Hm. Ja, direkt den kleinen Schredderpanzer weggemacht. Oh. Au. Das Raketengeschütz hat mich umgehauen mit dem Rückstoß da hinten. Munition alle. Oh, Munition alle höre ich nicht so gern. Lol, das füllt doch nur die Hälfte von der Knarre auf, sehe ich gerade. Ich kriege gar nicht alle 12 Magazine wieder. Wäre eigentlich mal ganz geil zu sehen, so als Experiment, wenn alle 4 Spieler die Plasma Punisher mitnehmen würden, wie das dann hier funktioniert. Da guckt euch das an, was ich da alles weggeschossen habe gerade mit dem einen Magazin. Wenn das richtig sitzt. Ja, die Gegner sind ja alle so super hardcore-mäßig geklumpt in der Mission. Da ist die Plasma Punisher echt sick. Mit ein bisschen Glück macht man vielleicht sogar Hulks weg, wenn der AOE den Rücken erwischt. Na ja, komm, brauche ich gar nicht weiter Munition dran vergeuden. So. Oh lol, er lebt immer noch. Vielleicht wenn man mehr auf die Füße schießt, trifft man dann vielleicht den Rücken? Nö. Nee. Hm. Oh, ganz knapp am Hulk vorbei und habe irgendwas anderes weggeschossen. Ja, das brauchen wir aber auch dringend. Die rücken hier langsam vor, die Drecksäcke. Oh, nö, du. Oh, macht gleich komplett voll.
Wie ist mein Geschütz direkt gekillt worden? Ja, bitte, Geschütz. Das ist aber ungünstig. Wir benötigen ein Geschütz. Alter, was ist da unten eigentlich für ein heftiger Krater? Guck euch das an, der Hulk, der verschwindet da ja fast komplett drin. Der kommt da, glaube ich, gar nicht raus, weil das so tief ist. Guckt euch diesen Krater da unten an. Kannst ja bis nach China gucken. Jetzt werden die auch direkt schon hier abgesetzt, ne? Vor unserer Haustür. Oh Mann, oh Mann. Immer für dich da, S3. Oh, Scheiße! They are in the inner walls near the generators. Wo ist der Hulk? Ich sehe ihn nicht. Scheiße, ich wollte auf den drauf droppen. Da ist er. Komm, Hulk, guck zu mir. Okay, sehr gut. Du schließen, Junge! Hier kommt keiner mehr hin. Fordere Befestigungen an! Hallo. There's few of them on the generator already, so watch out. Hörst du überhaupt unseren Generator abzumetzeln? Okay, so langsam wird's unangenehm hier. Kann ich das öffnen, Alter? Ich glaub nicht, ne? Ich kann leider nicht dahinter gucken. Gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit? Ja, ich könnte hier rausspringen und dann von unten angreifen, aber dann bin ich, glaube ich, ein ziemlich toter Mann, wenn ich... Ah, okay, wir haben es geschafft. Mega. Ey, aber zur letzten Sekunde hier, ey, brechen die hier noch durch. Good job, boys. Good job, good job. Good job. Hab ihn nicht. Pelikan 1 macht sich zur Landung bereit. Komm nur! Landungsschiffe! Bitte Befestigungen! Wir benötigen ein Geschütz! Bitte Geschütz! Nur nochmal alles anfordern hier, ey. Mal richtig Stress machen. Du Scheiße, ey. Was ist denn hier los? Das ist doch nicht normal, ey. Okay, komm, wir hauen ab, Leute. Boah. Das ist ja so eine kranke Scheiße, ey. Haben wir 3 Kills mitgenommen. Danke, Mörser oder Geschütz oder was auch immer. GG. 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 Alter, es geht auch mit 3 Leuten auf Helldive. Man braucht keine 4. Überragender Patriotismus! Wunderbar. So wünsche ich mir das. Komm! Oh, es hat nicht gereicht fürs nächste Level. Scheiße. Kills, ey. Wirklich gute Arbeit. Aber Proben kann man nie genug haben. War eine coole Runde. Ja, dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Dann lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, ein Dislike und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.